nicht zwangsläufig. Es gab ja auch den Alter. Guck mal, das war gar nicht. Wow, das ging ja flott. Ich dachte, das wäre so schwer. Was aber gar nicht? Alter. Mein Penis ist jetzt Bundeskanzler, erigiert. Aha. Yo, ihr Stricher. Alter, und da sind wir wieder bei Irrlicht 6 und ich zoome an meine Augen. Meine Augen sind einfach doppelt so groß. Hallo, was ist besser als 6 Innovative Reality 6? Das ist die Dakimakura Edition von Innovative Reality. Ja. Guck mal hier, ein Cursed Image. Sinn in pink. Was? Warum ist das pink? Ein Sinn. So ein Unsinn, echt? Ja. Was ein Unsinn. Ja, und heute spielen wir wieder Pokémon Mystery Dungeon, denn die Welt hat sich schon wieder geändert um uns herum. Haha, naja, nicht seit letztem Mal, aber schon vor einer Weile. Vielleicht, wenn wir wiederkommen, ist vielleicht die Basis wieder weg. Wer weiß. Hoffentlich. Man weiß es nie hier in diesem Modpack. Aber ja, gut, das ist auch so ein bisschen Fabric und die ganzen wechselnden Strukturmods und so weiter geschuldet, aber was soll's. Ja. Maiden macht sich noch Barren, obwohl er sich eigentlich Essen machen wollte und ja, echt, die Barren, hey, das ist Butter hier, siehst du das? Ach, Butter, oh, stimmt, das ist geil, das Minecraft, naja, der macht ja schon längst kein Minecraft mehr, ja, totaler Scheiß. Ich finde doch die Striche lustig, das ist wirklich Butter, das wird so abgeschnitten mit dem Messer. Ah, ja, an der stimmt, Seite. Ja, das sind echt die Striche. Oh. So, okay, ich bin bereit. So ein Scheiß. Geil. Hast du auch den Grappling Hook einigermaßen in einem guten Ja, Zustand? Der ist über die Hälfte noch, Ja, gut, dann Schwierigkeit einfach. Und wir reisen heute in Richtung des Lavasees. Den See ist ich schon von weitem. Und. Ja. Komm ich da hin? Nein! Durch die Weinz. Ey! Guck mal, du bist schon direkt abgeschissen hier hinten. Ach so, von dir? Nein, nicht von mir. Vom Shotgun-Guy. Ich dachte, das wärst du gewesen. Oh, der hat direkt Shotgun-Shells gedroppt. Nein! Oh. Das war knapp. Was treibst du da? Nein! Oh. Alter, ich kann mit dem Hook echt nicht umgehen. Du kannst nicht so schnell machen, leider. Hä? Mein Nightvision hat aufgehört. Ja. Warum? Warum hat die aufgehört? Wie war's mit dem Friedlich? Ja, wahrscheinlich. Nee, oder? Nee, das kam ja nicht durch den Anzug, den ich hatte, oder? Der war ja schon länger weg. Ich hab keine Ahnung. Naja, egal. Ich habe ja Hauptsache noch Feuerschutz. Ah doch, Feuerschutz habe ich noch. Ah, der Saat. Alter, das ist scheiße. Ja, das ist auch so eine Sache. Ich hab. Oh, ist wieder auf. Jetzt hört's auf, ewig zu brennen. Naja. Spannend. Ja, stimmt, das war mal. Dieser Hurensohn, der Gargoyle, der. Oft. Wir sollten uns doch mal Pfeil und Bogen machen, ne? Ja, wir brauchen unbedingt was auf Range und dazu müssen die Knarre nochmal aktivieren. Ja! Mann, dieser Bastard, der hat doch. Ach, Minecraft-Musik. Oh je, das passt sehr gut. Alter, hier tut alles weh. Das passt wirklich gut. Oh. Da ist ein lustiges Biom. Da sind so kleine Pilze, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal gesehen haben. Kleine Pilze. Und da unten ist ein komisches Viech. Auch lustig. Wo ist ein kleines Viech? Da unten auf der Plattform, das ist irgendwie so. Der hat was Komisches auf dem Rücken. Ja, der ist so ein Astronaut ist das. Und hinten ist ein. Ja. Alter, die sehen alle bescheuert aus, diese Doom-Viecher. Die sehen alle Doom aus. Oh ja, bam, bam. Ja, echt dumm. Ist richtig dumm. Oh, jetzt habe ich wieder Night Vision, wo ich den Hook aktiviert habe. Ah ja, ist ganz klar. Den machst du immer aus mit Rechtsklick. Ist ja logisch. Ist ja logisch. Scheiße. Aber du bist ja. Ah, der Saat. Du bist danke, ja. Danke, der Saat, weil ich Feuerschutz habe. Oh. Das ist gar nicht hart. Oh, dieser Hook, ey, der ist so scheiße. Rude. Ich komme hier nicht weg. Oh, was ist das denn? Oder sind das einfach nur. Das sieht ja lustig grüne aus. Grüne Pilze. So ganz hohe weiße Grünen? Berge. Was? Die Grünen, die hatten wir schon genau. Weiße die, Berge. Die Grünen. Ah, nee. Oh, da. Lustig. Da fängt so ein Biom an. Oh, oh. Ich werde bombardiert. Eng. Oh. Alter. Was ist das denn hier? Hilfe. Scheiße. Oh, oh. Nein. Alter, was geht ab? Ich sehe nichts und ich habe den Wassereimer gesetzt. Oh nein. Also nichts quasi. Und wir müssen wieder ja. Wow erreichen, Merlin. Alter, wie viele? Warum sind denn da drei Ghasts? Ich weiß es nicht, Alter. Das ist von Desert. Desert. Alter, das sind echt viele. Aber wir müssen doch Wow erreichen. Oh, oh, oh. Ah, fast. Na, du Penner.
Oh, Alter. Ich sterbe hier noch. Oh, Alter. Das ist auch laut. Ja, ja, aber es ist richtig so. Alter, da ist hier der Krieg ausgebrochen. Oh nein. Ist echt der Krieg ausgebrochen. Oh, und ich krieg die ganze Zeit Hunger. Der Hunger geht weg wegen des Feuers. Das ist auch scheiße. Jetzt ist alles blau. Jetzt ist alles blau. Ich weiß ja auch nicht. Jetzt machen die wieder nichts. Wir brauchen unbedingt was zum Fernschießen. Das stimmt wohl. Ja, ja. Das ist... Ja, wir sind halt so auf Nahkampf aus. Und im nächsten Jahr ist das gar nicht so gut. Nee. Vor allem, weil so viele auf Feuerkugeln schießen und einen Scheiß. Ja, ja, das stimmt. Jeder zweite Imp, der schießt dir Scheiße. Komm, jetzt ballert doch mal. Ich will meinen... Scheiß, hier schieße. Oh. Ich will meine Challenge... Alter, wie viele Gas hier, echt? Ach, jetzt ist auch ein Spawner. Oh, das war ja... Ich will doch eigentlich nur so ein Schimmelbiom finden, damit wir den Schimmelpilz, den Pimmelschild von unserem Haus setzen können. Oh, das war knapp. Ich kriege noch platt, ihr blöden Penner. Na, das war nix. Oh, wenn dieses Feuer wenigstens aufhören würde. Ich versuch's nur mit einem Kelly, aka oh. Mrs. Wheelock. Ja, mach ruhig. Ah, du Penner. So, verpiss dich. So. Wow, jawohl. Endlich zurück zum Absender, du kleiner Bastard. Du Marshmallow-Kugel. Hast du einen schönen Ton gehabt? Ja, ich hätte wieder wow. Das war aber leider... Oh, Alter. Der Piglet hat gerade so ein Doomvieh umgebracht. Naja, hier sind weiße Berge, stimmt. Jetzt weiß ich, was du meinst. Nette Berge sind hier. Ja, echt freundliche Hügel. Ja, Alter, dieses Feuer regt so auf. Das ist nicht mehr normal. Wieder einmal gut, dass du nicht aufnimmst, ja. Das hat ja, ja, aber echt. Schon mal mehr. Sub-Zero Ash. Es ist wirklich gefroren. Hier ist wirklich die Hölle wieder zugefroren. Oh, Alter. Sub-Zero. Sub-Zero, Alter. So Coke eine Scheiße. Zero. Coke Zero. Oh, die hassen sich gegenseitig. Shotgun-Guy. Ist ein Revenant. Oh. Irrevenant. Oh. Das ist echt Irrevenant. So. Ich dachte gerade, Mama, was du da bist. Hallo. Oh. Ja. Oh, der ist fett. Oh, Mankubus. Oh, Junge. Ich werde von allen Seiten gefickt. Ich wurde gerade wiederbelebt. Ich war gerade tot. Hä? Hier ist einfach so ein Chunk, wo die Hölle neu generiert wurde oder so. Nee, das glaube ich. Das ist ja, irgendwo muss ja der Cut sein. Ciao. Nein, Alter, der Cut ist tief. Oh, hier ist der Marianengraben. Ist da der Marianengraben? Okay. Ich habe Anthraziterz bekommen. Ui. Warte mal die Farbe davon. Ich weiß nicht. Kackbraun. Ja. Oh, Brimstone. Hier ist wieder was. Erstmal die Spitzhacke schön kaputt machen. Ja, finde ich gut. Ah ja, Stormix. Stormix, ja, geil. Ich sammle gerne alles für dich auf. Alter, das war leicht laut. Och, ich wollte eigentlich nur das... Ja, so geht die kaputt. Oh nein. Ah, der Saat. Der Saat. So viele Wüsten hier. War das nicht sogar in irgendeinem Innovate Quality, dass wir da im Neta waren und dann haben wir dauerhaft gebrannt, bis wir gestorben sind? Das war, glaube ich... Nee, das war ein Kureji, ne? Oder? Wo war das? Ach so, Kureji war auf jeden Fall mit der Hitze. Das ist ziemlich sicher mit Heat and Climate verbunden. Ja, gut. Aber da hattest du auch immer das Problem, boah. Da bist du auch immer an Hitze gestorben, wenn ich dann neben dir stand und dich immer abnippeln gesehen habe. Das lag ja dann am Ende an der Rüstung, weil ich ja so einen Eisenhelm hatte und der hat sich ja zusätzlich noch erhitzt. Der hat sich erhitzt, ja, das stimmt. So eine Nether-Brick-Rüstung gemacht, so eine ganz schwache, aber die hat es dann ausgehalten. Stimmt, die mit der Nether-Ziegel, ja, ja. Dann immer so Heat-Protection oder so. Eine arme Spitzhacke, die schon halb über die Hälfte. Naja, hat sich doch gelohnt für die Verzauberung, ja. Dann machen wir uns halt einen Amboss. Ja, die Verzauberung wirklich, wenn wir... Gleich sind wir am Schimmelbiom und dann ist sie kaputt. Mhm. Warte mal, hier ist das doch. Entweder über uns oder unter uns. Unter uns. Jetzt auf RTL. Ja, yes, auf jeden Fall, ey. Kling. Oh, ich hab's gefunden, aber das ist kein Schimmelpilzbiom, das ist ein anderes. Soul Shroom. Soul Shroom? Sieht ja auch lustig aus hier. Warte mal, ich will ja auch... Wir hier bräuchten echt Picture-in-Picture, das wäre so gut, aber das gibt's nicht mehr. Soul Shroom. Ui, ja, doch, das ist auch von Bög. Bög. Das begrüße ich ziemlich hier. Oh ja, das ist auch echt... Oh ja, wirklich nett. Wirklich nett. Alter, was ist das denn hier? Wir haben so viele Nethersteine jetzt hier, Netherwax. Ja, die sind... Alter, hier geht's auch wirklich ab, ey. Holy fuck. Ziemlich lul. Oh, grünes Feuer gibt's jetzt auch hier. Ist ach, ja lustig. Ist das von Sherlin? Oh, Rick Feier. Sherlin, oh nein. Mit CSGO Sterbesound. Da ist er verreckt. Erstmal schlafen. Oh, hier ist wirklich... Boric Fire. Das ist echt richtig Boric hier. Ja, das ist Boeing. Ist langweiliges Feuer. Oh ja, hier ist der Tempel. Oh, diese Nether Brick Walls, die sehen super aus. Oh ja, nimm die auch mal mit. Die sind sexuell. Die können wir ins Haus bauen. Oh, die können wir gut um diesen
Balkon da machen, ne? Nee, die sind wirklich erotisch. Das ist echt. Ja, also doch, also möchte ich mich schon mit einreiben, so ein bisschen. Ja. Epsig. Oh, hier sind Smoker. Smoker. Oh, das ist echt. Neue Smoker. Oh, hier. Wo ist denn jetzt der Baum, den ich vorhin gesehen habe? Oh, das ist ja lustig. Das ist das Upside-Down-Biom, da sind die Pilze. Die Pilze. Oh nein. Okay. Auf der Decke. Ah ja, die sind grau. Die sind grau. Ui. Die grauen. Das sind echt die grauen. Anders Bam! Ja, Fallschaden haben die auch so absolut null. Die sind wirklich. Ach du Scheiße. Nee, die Biome hier sind wirklich crazy, echt. Das ist verrückt. Ah, das ist der Baum. Oh, das ist ja ein ganzes Biom vor. Alter, wie sieht das denn aus? Der ganze. Das ist alles voll mit Bäumen, von der Decke, vom Boden. Toll, dass du es immer findest, so ein... Ach so, die. Ja, diese Lamentbäume. Lament. Echt. Zement. Die sind lamentiert, glaube ich. Die sind wirklich... Ui. Alter. Bitte noch lauter. Und Saplings. Lament. Lament. Der Weihnachtsbaum brennt. Meinst du? Okay. Schade. Lustig, was es hier alles für Scheißbiome gibt. Sind richtig Scheißbiome, ja. Und deswegen ist gerade Bilk auch so wichtig für unsere, wenn wir mal porten. Wir haben ja nämlich geplant, die Reality 6 auch in zwei Versionen. Hier ist wieder Neues. Alter, in zwei Versionen zu bringen. Also die 1.17, die wartet auch schon auf uns. Aber hier das BYG, das Biomes You Go. Das, Bilk lässt auf sich warten. Und Willow. Danach ist aber, glaube ich, eine Portierung steht nicht im Wege, dann machen wir die Oberwelt mal wieder platt. Guck dir das mal an. Alter, ja, ich... Soon may the Willow Man come. Aber echt der Willow Man. Oh, Alter, mit 3D-Branches. Bidum. Lalalala. Hallo, Kinder. Ich bin's, euer Fridolin. Alter. Und wir sind heute in einer lustigen Höhle gefangen. So eine Scheiße, Alter. Alter, wer hätte gedacht, dass man... Was war das? 15, 16, 17 Jahre danach? Alter. Das, und dann wir spacken das Singen, während wir in so einem komischen Nether-Biom sind, was damals unvorstellbar war. Das ist echt... Oder einfach Minecraft immer noch aktuell ist. Das ist echt durch die Zeiten gegangen, ey. Holy fuck, Alter. Ich weiß gar nicht, ab wann Minecraft das Spiel sein wird, was am längsten aktuell ist. Ja, das ist schon... überhaupt noch was so alt ist? League of Legends ist doch auch nicht so alt, oder? Oh, fast so alt. Das kam doch auch irgendwie so 2012 oder sowas raus. Müsste irgendwie sowas gewesen sein. Ja gut, wenn man von der Vollversion jetzt aus... Obwohl, nee, die Vollversion war ja... Obwohl, doch, 2012. Nee, da war es schon länger. Ich glaube, 2011 kam irgendwann die 1.0 raus von Minecraft zumindest, ja. Außer du redest... Ja, dummerweise geht man ja von der Vollversion aus, obwohl das nur so ein kleines Update war. Da gab es dann... Ich weiß doch, da gab's dann Level. 1.0. Wow. Das war ganz unspektakulär. Da gab es Sprachen, die neu drin waren, als eingefügt wurden. Also es ist nicht nur Englisch gab. Und dann gab es noch Spawn-Eier. Ich glaube, das war alles, was in der 1.0 wirklich eingefügt wurde. Nee, ich glaube, es gab auch Dorfbewohner und Level, glaube ich. Die waren auch neu. Obwohl Level... Die Dorfbewohner, die gab es, glaube ich, schon... Ja, richtig. Die fanden aber die Testificates, die konnten nicht viel. Ich glaube, Handeln gab erst bei... Oder 1.1, aber irgendwie... Handeln kam ganz spät. Ganz spät? Das kam 1.3 oder 1.4 oder so. Das war echt spät. Das kann natürlich sein, dass sie wirklich spät kamen. Ja, das dann... Die ersten Dörfer kamen in der 1.6 oder 1.7? Ich meine in der 1.7, also Beta. Ja. Logisch. In der 1.17 kamen die. genau. Dann kamen, glaube ich, ich weiß nur, das 1.0-Update war unspektakulär. Da habe ich einfach geupdatet, dachte mir, also ohne, dass ich es gemerkt habe, das war automatisch. Und dann dachte ich mir, neue Sachen. Sprachen und Spawn-Eier. Der Übergang, gab's irgendwie eine Kleinigkeit, weiß ich nicht. Der Übergang von Beta auf Vollversion ist meistens ziemlich ernüchternd, weil es einfach nur so ist von den Entwicklern, okay, eigentlich ist das jetzt schon so stabil, das könnten wir jetzt eigentlich auch schon Vollversion nennen. Ja, wahrscheinlich liefen da auch ganz viele Bugfixes noch im Hintergrund, aber halt nichts, was jetzt wirklich so... Dass man sieht, ja, ja. Wow, das 1.0-Update, sondern einfach, das, ja. Und dann verstehe ich doch nicht, warum man dann sagt, ja, ab da ist Minecraft wirklich rausgekommen, weil es war halt nur so ein kleines Update und vorher war es ja auch spielbar und jeder hat es gespielt. Da gab es ja auch Server und Mods und alles schon für die Betas, also... Ja gut, ja. Da kann man nicht vom Release sprechen, da würde ich dann schon klasse. Von dem ersten spielbaren... Hier ist ja alles schwarz! Oh, das ist ein Mushroom. Das sieht ja auch toll aus hier. Wenn du findest immer die Sachen hier. Der Sightseer. Hallo. Der Sightseer, ja. Der Globetrotter. Alter, ich muss schon wieder auf... Der Globetrottel. Nein, das der ist falsch. Oh, ist das ein lustiges Biom. Hier hätte man auch schön bauen können. Zu diesen Pilzen oben. Und dann hier dieses andere Biom da. Holy shit, Alter. Ja, der Schimmelbiom echt... werden wir niemals finden, weil es viel zu viele Biome hier gibt. Es gibt wirklich viel zu viele Biome. Das war ja von Better Nether, dieser Schimmel, oder? Ich weiß es gar nicht. Es gibt so viele... Alter, das sieht richtig crank aus hier.
Ich brauche dringend einen Feuerschutz und dieses Gebrenne muss aufhören. Das ist irgendwie so eine Sache, da muss man sich mal widmen. Hier kannst du auch einen schönen Schwarz-Weiß-Filter oder so drüber legen. Oh ja. Oder so einen schönen... Da vorne ist schon wieder so ein Schrein. Das ist echt zum Schreien. Ja. Endlich finde ich auch mal was. Der letzte Schrei ist das. Mhm, oh, hier der letzte Schreien. Alter, schön Modern Talking hier. Alter, ja, das muss auch sein. Oh, wie die damals meinten, boah, das ist ja echt gut gemacht. Da hast du auch wirklich Arbeit reingeschickt, muss man sagen. Ja, also diese echt, das 2 Sekunden. Das, was am meisten Arbeit war, war das Bild dazu zu machen. Das, was in der Thumbnail war. Und das dann quasi neu zu rendern mit dem Lied. Das war echt viel Arbeit. Boah, ey. Was sind denn seit... Aber das hat irgendwie auch ein paar tausend Aufrufe, der Scheiß. Aber ist ja gar nicht mehr auf meinem Hauptkanal, ist jetzt auf mehr. Wo ist denn das? Merlin. Nee. Ja, 8-Bit Paradise oder so. Achso, stimmt, das war ein richtiges Paradies, war das, ey. So, ich nehme ja, also schönen das, Tempel hier aus. Der war schon paradiesisch. Von Marco Donado hatte ich auch nochmal gemacht als 8-Bit Remix. Das ist natürlich. Das finden alle gut, ja. Es fanden sogar wirklich viele gut, weil das gab's halt von keinem anderen, ne? Ja, gut, wer macht sowas, ja. Weil diesen Tempel hier auseinandergenommen, ja. Richtig schön, die können wir nachbauen, so. So, habe ich. Jetzt ist Cyan-Mushroom, ich glaube, es gibt jeden Mushroom-Pilz-Farben-Dings, kann das sein? Mushroom-Pilz-Farben-Dings? Ja, nee, ich glaube schon, die sind in allen Farben, ja. Das ist so, als wäre es ein DJ. Ja. Okay, der war also schon so überdurchschnittlich lustig. Okay, wir sind auch schon wieder weit über der Zeit. Ach du Scheiße. Okay, dann. Wo sind wir denn? Bei 23, froh. Deswegen. Ach, das geht auch. Wo sind wir denn hier? Wo bin ich denn hier? Alter, es sieht eine Landschaft einprägsamer aus als die andere. Dann. Goldapfel. Oh ja, dann werden wir natürlich nochmal nach dem Schimmel suchen und dann werden wir dann das nächste Mal dann weitermachen, wenn wir wieder Schimmel für unser Heimatbiom suchen können, weil es war viel zu rein einfach bei uns in der Gegend. Das ist, musst du auf jeden Fall ein bisschen mal infizieren. Wir können auch warten, ein bisschen. Wasser gibt es ja leider nicht im Neta. Ich frage mich auch, wie der Schimmel dann wachsen kann, wenn es nicht feucht sein kann. Ich weiß auch nicht, feucht fröhlich, ja, das stimmt wohl. Ja. Na gut, dann sehen wir uns nie wieder, wie immer. Alter. Oh ja, und wir melden uns wieder bei Inventuality 1, was bald wiederkommen wird. Ja, nee, leider nicht. Okay, dann bis dann nochmal. Macht's gut und tschüss. Ciao.